Bei mir steht Anja Forspel, sie tritt für die Linken bei der Landtagswahl am 14. Mai hier in Nordrhein-Westfalen an. Frau Forspel, was treibt Sie an, was motiviert Sie politisch? Ja, ich bin seit vielen, vielen Jahren politisch aktiv, ehrenamtlich in vielen verschiedenen Initiativen, hauptsächlich im Bereich Umwelt, Energie, Verkehr. Und seit zwei Jahren bin ich Ratsmitglied für die Linken bei der Stadt Düsseldorf, auch mit den Schwerpunkten Verkehr. Und ich würde mich sehr freuen, meine Arbeit im Landtag fortsetzen zu können. Was streben Sie da im Landtag an? Im Stadtrat kann man ja für die Bürger wahrscheinlich viel konkreter was bewegen. Ja, also zum Beispiel im Bereich Verkehr haben wir den Schwerpunkt öffentlichen Nahverkehr ausbauen im ländlichen Bereich. Und wir haben das Projekt mit dem fahrscheinlosen Ticket für den ÖPNV. Dann wollen wir im Bereich Radverkehr sehr viel machen, und zwar Radschnellwege. Das ist zwischen den Kommunen die Verbindungen herstellen. Die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen läuft bei den Radschnellwegen noch nicht so gut, und das ist eine Landessache. Mhm. Sie haben die Verkehrsthemen schon angesprochen. Sagen Sie mir noch ein anderes Thema, was Sie jetzt hier im Wahlkampf besonders herausstellen wollen. Also ganz besonders interessiert mich auch der Braunkohleausstieg. Wir kommen aus dem Bereich Anti-AKW-Bewegung und wir kämpfen gegen die fossilen Energiegewinnungen und wollen die erneuerbaren Energien fördern. Und da gibt es hier in Nordrhein-Westfalen richtig viel zu tun. Mit welchen Hoffnungen gehen Sie in den 14. Mai? Welche Hoffnungen haben Sie? Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass die Linken reinkommen. Das wäre ganz wichtig, damit eine soziale Politik mehr Kraft bekommt. Und bei 5,5 bis 6% könnte ich mir dann auch Hoffnung auf den Platz machen. Und das wäre für die Umwelt-, Energie- und Verkehrsbewegung auch sehr schön. Würden Sie dann Ihr Ratsmandat aufgeben? Das müssen wir noch absprechen. Aber im Landtag ist wahrscheinlich so viel Arbeit, dass das Sinn macht.